Stell dir vor, du könntest heute einfach mit dem Smartphone die Dinge um dich herum steuern. Und was wäre, wenn sie beginnen, übers Internet mit dir zu kommunizieren? Die virtuelle Welt würde mit der analogen verschmelzen. Und dein Alltag scheint plötzlich so viel einfacher. Du hättest mehr Zeit für andere Sachen. Und wärst auch viel effektiver. Und solltest du mal was vergessen, wirst du jederzeit daran erinnert. Für dich klingt das alles noch nach Zukunftsmusik? Doch dass vieles davon bereits handfeste Realität ist, erfährt man derzeit auf dem Ausstellungsschiff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die MS Wissenschaft ist ein fahrendes Museum, was auf den Binnengewässern von Deutschland unterwegs ist, auf dem jedes Jahr eine Ausstellung zu sehen ist, die passend zum Wissenschaftsjahr ist. Dieses Jahr ist das Wissenschaftsjahr Digitale Gesellschaft und deswegen heißt die Ausstellung auch Digital unterwegs. Die Besucher erfahren hier, wie stark digitale Technologien unsere Wirtschaft, Gesellschaft und deren Wissen prägen und verändern. Dabei sind diese oft auch mit dem Internet verbunden. Eines der Exponate zeigt, dass das neuerdings auch ganz gewöhnliche Dinge wie ein Blumentopf sein können. Also beim Internet der Dinge geht es darum, dass es alle möglichen abstrakten und zum Teil wirren Ideen gibt, was man mit dem Internet oder mit digitalen Technologien anfangen kann. Hier sind einige ausgestellt, die bereits existieren, die man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel eine Funktionsweise für Pflanzen. Da wird gemessen, welche Helligkeit die brauchen, welche Feuchtigkeit, damit diese überlebt und gesund wächst. Also ziemlich sinnvoll. Das Internet der Dinge reicht von appgesteuerten Hundenäpfen und Armbändern, die vibrieren, um körperliche Nähe zu ersetzen, bis hin zu solarbetriebenen Mülleimern, die sich melden, sobald sie voll sind. Da wird man auch mal schnell zu eigenen Ideen angeregt. Bei dem Fragezeichen an diesem Exponat geht es um den interaktiven Teil. Das heißt, die Besucher werden aufgefordert, weiter zu spinnen, weiter zu überlegen. Und dann können sie einfach reinschreiben, was ihnen gerade einfällt. Zum Beispiel steht da jetzt Klimatisierung des Autos per Smartphone und aus der Ferne. Kann man sich jetzt fragen, ob es das vielleicht sogar schon in nähere Zukunft gibt oder ob das noch eine Weile dauert. Auf jeden Fall eine ganz praktische Sache. Und ganz wichtig, wenn ein Auto irgendwie die Straße lang fährt, dass es die Fußgänger warnt, weil sie ja eh alle auf die Screens gucken. Die Handyscreens. Was richtig toll wäre, wenn die App dann quasi alle Mobilitätsmöglichkeiten, die es schon gibt, einschließlich, dass ich mit anderen mitfahren kann, die sowieso die Strecke schon fahren, ja, vorschlägt und integriert in ein Konzept. Und wenn etwas dann zu mir sprechen könnte, meine Tür oder meine Türklinke, hey, hast du alles mitgenommen? Schlüssel, Stift, Notizbuch, Monatskarte, Portemonnaie und das, wäre sehr hilfreich. Während man sich all das nützliche Potenzial vorstellt, verfällt man leicht in träumerisches Wunschdenken. Dennoch, in Zeiten von Späh-Affären und Abhörskandalen stehen viele einer immer stärkeren Technologisierung und Vernetzung skeptisch gegenüber. Also ich glaube, wir brauchen den ganzen elektrischen, technischen Kram nicht, weil wir das bisher auch ohne diese ganzen kleinen technischen Hilfsmittel geschafft haben. Unsere Blumen zu gießen, unseren Hund zu füttern und frische Milch zu kaufen. Man gibt ja auch eine Menge Daten dann von sich preis. Also wann ich wo zu Hause bin, welche Geräte ich zu welcher Uhrzeit anschalte, dann sind das vielleicht Informationen, die sehr persönlich sind, die ich eigentlich überhaupt nicht preisgeben möchte. Wo stehe ich denn jetzt noch? Ja, also wir müssen 24 Stunden eigentlich präsent sein für die Technologie und die Technologie steht nicht mehr für uns. Ich denke, Technologie an sich hat eigentlich nur Vorteile, wenn es mit einem gesellschaftlichen Bewusstsein und einer gesellschaftlichen Verantwortung verbunden ist. Und ich denke, da steckt noch viel mehr Arbeit drin, als dieses Internet of Things überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Die Technologien sind da, nur ich denke, wir müssen ethisch, moralisch noch viel mehr Vorarbeit leisten, bis wir das wirklich nutzen können mit Verantwortung. Wie auch immer man sich zur grenzenlosen Vernetzung positioniert, in bestimmten Momenten kann sie einfach nur unpassend sein.
Falls dann alles zu viel wird, hilft wohl nur noch eins.